So, da sind wir wieder zurück zu Let's Play Monkey Island 5, Tales of Monkey Island Part 12, Kapitel 2. Und wir werden hier nochmal kurz weiter schnacken. Hallo zusammen. Diese Floßfahrt an den Docks sieht verlockend aus. Ich sah unten an den Docks ein interessantes Floß. Was muss ich tun, um damit eine Fahrt machen zu können? Ah, du möchtest unser erstklassiges Transportsystem für Menschen genießen. Hier, für dich, mein Liebling. Ich hatte bereits ein paar Tagespassierscheine gekauft. Mein Beitrag zur Wirtschaftsförderung. Klasse. Ich danke dir, Elaine Bärchen. Doch nicht in aller Öffentlichkeit, Liebling. Tut mir leid, Elaine Bärchen. Habt ihr schon jemals etwas über Coronado de Cava gehört? Man sagte mir, dass ich ihn hier suchen und ihm ein Medaillon zeigen soll. Ich erinnere mich an diesen Mann. Er war auch ganz versessen darauf, La Esponja Grande zu finden. Aber ich habe ihn seit einiger Zeit nicht mehr in der Gegend um Spinner Cay gesehen. Vielleicht gab er auf oder er starb bei der Verfolgung. Wenn ihr ihm die Beschwörungsgegenstände gegeben habt, schwöre ich, ich schlitz jedem von euch den Bauch auf. Hier schlitzt niemand irgendjemand den Bauch auf. Das können wir doch friedlich regeln. Also, Elaine, hast du mal einen Moment? Hey, Liebling. Kann ich dich mal ganz kurz sprechen? Aber sicher, mein Liebster. Was ist denn? Was war mit dir und LeChuck vorher auf dem Schiff? Also, sag mal, als LeChuck dir die Blume auf dem Schiffsdeck gegeben hat, das war, was, eine Art Voodoo-Falle oder so, ja? Nein, das... Hey, woher weißt du das überhaupt? Hast du mir nachspioniert? Natürlich nicht, aber... Ich war so lange getrennt von dir und machte mir Sorgen. Und dann schaute ich durch das Fernglas und... Das ist mal wieder typisch. Hör mal, nach der Explosion... Und darauf lege ich Wert, nicht meine Schuld war. Nach der Explosion war es LeChuck, der praktisch mit einer Hand... Der dein Schiff zurückgeholt hat und mich und die Ladung unschuldiger Affen gerettet hat. Was auch immer du mit diesem Zauber für das Entermesser angestellt hast, er scheint ihn vollständig von seinen vielen unterschiedlichen Voodoo-Flüchen geheilt zu haben. Aus ihm wurde ein überaus liebenswerter, ganz gewöhnlicher Pirat, wie jeder andere auch. Ah, jetzt ist er also schon liebenswert. Oh, doch nicht so. Er hat mich seit damals auch nicht ein einziges Mal heiraten wollen. Ich vertraue LeChuck auch weiterhin nicht. Ich weiß, aber das wirst du müssen, wenn wir alle Beschwörungsartefakte finden und dieses Pockenchaos wieder ins Reine bringen wollen. Du wirst nicht glauben, was ich durchmachen musste, um dich zu finden. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich durchmachen musste, um dich zu finden. Ein durchgeknallter, mordgieriger französischer Arzt. Eine Insel mit Winden, die alle vom Wegkommen abhielten. Ich hatte sogar eine Auseinandersetzung von Angesicht zu Angesicht mit dem berüchtigten Piratenjäger Morgan Lafley. Und sie, er... ist so gemein, wie alle sagen. Oh, Baby, hätte ich doch nur dabei sein können. Und? Hast du auch versucht, mich zu finden? Natürlich, Liebste. Deshalb sind wir doch hier. Naja, deshalb und wegen der Affen. Hast du dir wirklich Sorgen um mich gemacht? Ich meine, immerhin hast du angehalten, um mit diesen Fischleuten zu reden. Guybrush, wir kamen hierher, weil wir nach dir gesucht haben. Hätten wir versucht zu fliehen, hätte dieser kranke und hässliche Pirat uns töten lassen. Ich musste also bleiben. Okay. Du sagst, dass du hier auch wegen den Affen bist? Du hast gesagt, zum einen wärst du wegen der Affen hier. Welche Affen? All die armen Affen, die LeChuck auf meinem Schiff mit einem Fluch belegt hatte. Wir konnten sie alle einsammeln und jetzt wollen wir dafür sorgen, dass sie wieder in ihren angemessenen Lebensraum zurückkehren. Viele von ihnen stammen sogar ursprünglich von den Jerkbait-Inseln. Hört sich an, als hättest du mehr Zeit damit verbracht, Affen zu retten, als mich zu suchen. Ich kann auch alles, was die Affen können. Morgens habe ich dich schon beobachtet, wie du dich am Hintern kratzt. Du hast durchaus Talent. Wo soll ich nochmal diese Beschwörungsartefakte finden? Geh zu Spoon Isle. LeChuck ist dort irgendwo im Dschungel. Er kann dir bei der Suche nach einem helfen. Und Gerüchten zufolge soll es in einer verlassenen Hütte auf Roe Island Hinweise auf ein weiteres geben. Und vergiss nicht, McGillicuddys Leute haben auch eins gestohlen. Du wirst sie aufspüren müssen und dir auch das holen. Okay. Mehr habe ich wohl nicht zu sagen. So. Nu, ich muss los. Ihr habt da noch einiges zu klären, also...
werde ich mich um mich kümmern. So, jetzt, bevor wir hier abhauen, eine ganz wichtige Sache. Ich weiß zwar nicht, ob wir die jetzt schon kriegen, aber wir brauchen sie auf jeden Fall. Das ist diese Whirlpool-Steuerung. Das Wasser sieht kalt aus. Ich mach dir die Heizung an. Bitte nicht anfassen. Wir haben es eben erst reparieren lassen. Das soll repariert sein? Notdürftig. Wir warten noch auf das Eintreffen der passenden Ersatzteile. Ei. Und wenn du uns diese Artefakte nicht gibst, dann sorgen meine Männer dafür, dass ihr nie diese Ersatzteile zu Gesicht bekommt. Dann wirst du in Zukunft immer in lauwarmem Wasser regieren. Okay. Jetzt hauen wir erstmal ab. Ihr werdet sie nie bekommen. Und geh mal zu unserem Schiff. Und geh mal zu Mr. Winslow. Sprech mal mit dem. Gucken uns mal den Mast an, den wir haben repariert lassen. Noch nicht, aber nachher gleich. So. Gucken wir uns das hier mal an. Mr. Winslow? Ja, Kapitän? Wohin geht die Reise? Wohin geht die Reise? Nirgendwohin, Sir. Sobald Sie einen Zielort auf der Karte festlegen, können wir die Segel setzen. Okay. Wie macht sich da unser neuer Hauptmast? Er sieht fantastisch aus, Kapitän. Die Reparaturen machen sich gut. Umarmen Sie sie, Kapitän. Zeigen Sie der Screaming Narwhal, wie sehr Sie sie lieben. Den Mast umarme ich nicht. Ah, mit der Zeit werden Sie lernen, sie wie eine zweite Frau zu lieben. Ich glaube nicht, dass Elaine darauf steht. Das werden Sie nur wissen, wenn Sie fragen. Danke, Mr. Winslow. Ich habe ein paar mehr Menschen getroffen. Und lernten Sie da die Meerjungfrau Ihrer Träume kennen? Das weiß ich nicht so recht. Ich kann nicht einmal unterscheiden, wer Mann und wer Frau ist. Dann sollten Sie nicht unbedingt alle küssen. Ich musste es auf die harte Tour lernen. Weiter so mit der guten Arbeit. Machen Sie so weiter. Aye, aye, Sir. So, da haben wir hier auch schon mal gesprochen. Und gucken wir mal. Mit dem Hauptmast können wir auch nichts machen. Ja, Angeln ist hier immer noch verboten. Dann gehen wir mal auf das Floß. Gucken wir uns mal das Floß an und fahren mal eine Runde. Willst du mitfahren? Ja. Hallo, Limonade. Hallo, Seemann. Cooles Floß. Darf ich damit mal fahren? Cooles Floß. Darf ich damit mal fahren? Hast du einen Passierschein? Ja, habe ich. Bitte sehr, ein offizieller Vekalianer Passierschein gültig für 24 Stunden. Da wette ich drauf. Hä? Du hast das Floß für den ganzen Tag. Komm einfach an Bord und segle mit ihm durch die Jerkbait-Inseln. Danke. Alles klar, dann auf das Floß. Ja, wir fahren jetzt als allererstes mal nach Roe Island. So. Was für eine Müllhalde. Wie es hier nur aussieht, völlig unbewohnbar. Weckt Erinnerungen an meine Studentenbude. Ganz klar, das ist Dekava. Das muss sein Zuhause sein. Sieht allerdings aus, als wäre er Jahre nicht mehr hier gewesen. Was wohl aus ihm wurde? So, gucken wir uns hier einmal ein bisschen um. Moschus in der Dämmerung. Wie man den perfekten Partner findet. Alles, was man für die tierische Partnersuche braucht. Ich glaube, ich erfahre schon viel zu viel über diesen Dekava-Kerl. Gucken wir uns mal hier die Kritzelei an. Sieht mir nach Plänen für ein Unterwassergerät aus. Oder vielleicht Schuhe für Wallabies. Seekuh. Hey, nett! Es ist ein singendes Seekuh-Spielzeug. Ah, muss wohl kaputt sein. Seekarte. Der Weg des Mauls. Aha. Tagebücher. Was Tagebücher? Gedichte, die ich während meiner Suche nach dem Esponja Grande verfasst habe. Wow, 36 Bände. Offensichtlich hat er sehr lange gesucht. Feldbett. Igitt, da ist ja überall Seemöwenkot drauf. Ich hoffe nur, dass der erst draufkam, nachdem er von hier fort war. Skizze. Die hier sieht ein bisschen aus wie meine gute Freundin, die Voodoo-Lady. Nur etwas magerer und etwas wackeliger und ein klein wenig unproportionierter als sonst. Er muss das anhand seiner Erinnerungen gemacht haben. Dosen. Nette Dosen.
Der Weg des Mauls. Ja, haben wir schon angeguckt. Gedichte, die keiner lesen will. Flaschen. Mann, überall diese leeren Grogflaschen. Sicherlich hat er die nur gesammelt, um sie sauber zu entsorgen. Ja, ja, ja. So. Völlig nutzloses Zeug. Ja, das ist Zeug. Tja. Wertloser Müll? Müll. Ja, das ist gut erkannt. So, ich weiß natürlich, wie wir hier weiterkommen. Hier an dieser Seekuh. Es ist eine Spielzeug-Seekuh mit einem Loch in der Mitte. Genau. Und ne? Wir kommen hier immer weiter, indem wir das Medaillon da reindrücken. Hoppla! Hm. Das sieht unbeschrieben aus. Warum sollte jemand ein unbeschriebenes Stück Papier im Maul eines Spielzeugs verstecken? Wenn wir das jetzt nochmal machen, dann... Ja, seht selbst. Was Blödes. Ja! So, jetzt haben wir hier die Karte bekommen. Oder dieses Papier. Hm, das sieht unbeschrieben aus. Warum sollte jemand ein unbeschriebenes Stück Papier im Maul eines Spielzeugs verstecken? War das nicht so? Nee. Da steht etwas geschrieben, aber es ist zu klein zum Lesen. Genau, dafür nehmen wir das Fischauge und kombinieren das mit der Lupe. Oh, jetzt ist es eine große rote Lupe. Genau, und das machen wir jetzt so. Aha, Dekaba hat anscheinend den Titel eines Buchs notiert. 101 Fischwitz. Ob genau. Das eine Biografie ist? Nein, ist es nicht. Das wird uns sehr nützlich sein. Wir haben den letzten Part so lang gemacht, dann machen wir den ein bisschen kürzer und treten hier erstmal auf die Bremse und werden uns im nächsten Part mal anschauen, was genau dieser Buchtitel zu bedeuten hat. Und wenn ihr das herausfinden wollt, dann schaut auch beim nächsten Part mal wieder vorbei. Bis dahin, ciao Leute.